So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute dürfen wir, oder beziehungsweise ich darf, den Nissan GT-R testen. Was wir alles an dem Auto verändert haben, sagen wir gleich im Video bei der Testfahrt. Ja? Ich mache gleich ein paar Außenaufnahmen. Das Auto haben wir umgebaut vor wie vielen Jahren? Vier? Fünf? Vier. Vor vier Jahren haben wir es umgebaut, das Auto. Und das sieht immer noch sehr, sehr, sehr gut aus. Außer ein paar kleine Steinschläge natürlich. Bleibt nicht ausgeschlossen, wenn man natürlich mit dem Auto 340 aufwärts fährt. Deswegen sind ein paar Steinschläge okay. Aber ich filme ein bisschen ab und dann fahren wir die Gurke eine Runde. Bin gespannt. Bin dem selber noch nie gefahren, ja, aus Respekt. So, überall Alcantara. Und ich muss eins sagen, dafür, dass wir das vor vier Jahren umgebaut haben, ja, sieht das Lenkrad noch perfekt aus. Und das riecht in dem Auto wirklich absolut bombastisch. Was ich persönlich am Alcantara nie so wirklich mag, ne, ist, dass man ja, so wie so Flecken immer sieht. Seht ihr das? Kann man sehen? Ja, das mag ich nicht so wirklich, weil wenn ich im Auto sitze, versuche ich das immer schön gerade zu bügeln. Ja. Das, guck mal hier zum Beispiel, das sieht aus immer wie so Flecken. Ja? Also Alcantara sieht immer so ein bisschen schmutzig aus. Deswegen mache ich schon Bügeln und dann ist das alles wieder weg. Aber im Großen und Ganzen ein sehr schönes Auto. Extrem hart. Ja. Ach, kannst du mal nichts hier. Ein bisschen weicher machen oder was? Nein. Was machst du? Ja, damit du den halten kannst, weil sonst kannst du ihn nicht halten. Ich hab Angst, Leute. Ich hab echt Angst. Ich muss eins sagen, das haben wir sehr gut gemacht, oder? Wunderbar. Ja, also Ede ist der Besitzer von dem GT-R. Der lässt auch nicht jeden damit fahren. Ja. Auf keinen Fall. Na, auf gar keinen Fall. Wenn du die Nähte siehst, siehst du die Nähte, nirgendwo einen Fehler. Wenn einer einen Fehler findet, machen wir denn die Ausstattung umsonst. Es gibt keinen Fehler an der Naht, den zu sehen. So super ist das gemacht. So wie auch hier die Nähte, guck mal hier, überall. Ja, vier Jahre ist das her, ja, weil wir das umgebaut haben. Auch Dach, Himmel, kannst du auch nach oben zeigen. Ja. Wirklich, und vor vier Jahren haben wir es gemacht. Und bis heute ist das Tico Taco, sag ich. Ich fahre nur 40, das hört sich ja schon an. Ich bin normal 180. Was hat das in Leistung, ganz genau? Kannst du das sagen? Sollen wir es verraten? Oder? Der hat über 1000 PS, das reicht. 1350 Newtonmeter. 1350 Newtonmeter? Ja. Okay. Okay, schön, schön. Also der war, glaube ich, auch in Polen zur Abstimmung. In Warschau, ja. In Warschau, ne? Hier hat das keiner geschafft, der musste nach Warschau. Jetzt? Ja. Gibt es den nicht in Deutschland so? Kann keiner außer Polen. Dankeschön. Die Polen, die einen machen das von außen, die anderen von innen oder hier an Leistung. Ja. Nein, super. Er hat ihn wirklich super abgestimmt. Hat keiner geschafft hier. Der Mann ist super. Gold wert. Ede, hast du nicht Angst, mit mir zu fahren? Du fährst ihn ja auf jetzt, ne? Auf 300 PS, ja. Lass dich auf 300 PS fahren. Nein, Spaß. Denkt, er muss den trotzdem festhalten, ne? Dezibel gemessen bei dem Auto. ich sag nichts dazu. Achso. Drück mal drauf. Meinst du? Ja, drück mal drauf. Oh, Junge. Oh, ich hab gezaut. Echt jetzt? Wärst du mal auf Gas geblieben? Oh, Scheiße. Ich hab geschockt, ich hab dich erwartet. Oh, fuck, okay. Oh,
shit, warte, ich höre. Ich brauche zwei Spuren. Oh, scheiße. Ich habe mich echt geschockt, aber. Oh, scheiße. Boah, Ede. Wir gehören zu den Schnellsten. Aber es ist dünn. Es ist dünn, was da. Ich sag mal so, für mich das schnellste Auto, was ich jemals gefahren habe. Also bis jetzt. Ja. Ja, und ich habe schon einiges gefahren, zwar Serie. Aber das Auto, ich habe so ein bisschen Angst. Ehrlich gesagt, auch hier so ein bisschen meine Brust drückt. Das ist, ich war hier runter. Scheiße. Echt, das Ding hat Dampf, ne? Mama mia. Ich habe das nur immer bei Facebook gesehen oder bei Instagram, wie der Ede so abgeht. Aber selber bin ich noch nie damit gefahren. Also das ist nicht für jedermann. So ein Auto ist wirklich, man muss wirklich absolut top fahren können, um mit dem GTR hier ganz sicher auf der Straße zu fahren. Also, ich merke, das Auto geht nach links oder rechts von der Leistung her. Also das ist nicht mal eben Gas geben und ne? Der Ede ist schon ganz rot. Der hat Angst vor mir oder vor meiner Fahrweise. Ede, wir kriegen Besuch. Ein Ford Mustang hinter uns. Ach du Scheiße. Sag mal, Spiegel. Tu mal den. Der will, glaube ich, Ärger mit uns. Lass ihn erstmal ein bisschen vorfahren. Also, ehrlich, Jungs, Mädels, wirklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll zu dem GTR, weil das ist mir echt zu hart. Also mir persönlich ist das nur mal zu hart. Nicht vom Fahrwerk her, sondern einfach vom allen, vom Gesamten. Ja? Obwohl ich, wie viel Ladedruck habe ich jetzt? Haben wir alles verstellt? Null. Ich habe den Gerz auf 0,5 jetzt. 0,5 Bar? Ja. Und dann geht bis? 2,5. Also nicht so viel. Also auf Frauenladedruck habe ich den jetzt. Lach mal rum, kein Problem. Kein Problem. Ich sage immer so. Aber es reicht 25 immer noch. Jahre unfallfrei. Ne? Aber es reicht doch noch immer, hast du gesehen. Der schockt immer noch mit 0,5 Bar. Also ja, aber das ist der Drehmoment. Der hat 1350 Newtonmeter. Ne? Der ist immer da. Ich glaube, der hört sich an so ein bisschen wie ein echtes Rennauto, ne? Wenn du anfährst oder so. Also ein kleiner Mini-Jet, ne? Ja. Lade mal durch jetzt. Das ist wie ein Motorrad, du musst nur nach vorne gucken, nach hinten brauchst du gucken. Ich hab gedacht, wir haben was verloren gerade. Was war das? Nicht normal.
aber hier viele Fehler im Carbon. Das machen wir gleich am Ende von dem Video. Na, am Ende von dem Video machen wir einen Carbon. Ja, so ein bisschen, was wir alles gemacht haben. Aber das ganze Carbon haben wir auch gemacht. Ich krieg Druck auf die Brust. Also schöner wie Sex, ne? Anstrengend, wirklich anstrengend. Und ich hab dich noch nie sprachlos gesehen. Was ist los? Nee, wirklich. Also ich meine. Hallo, hallo, Mede, Mede an Erde. Hallo, Herr Belzek. An Erde. Nein, auf jeden Fall ist das Auto nichts für schwache Nerven. Ja, also. Er ist schon ein Männerauto, ist das, wie gesagt. Mal gucken, was der JP sagt, der will ja auch noch damit fahren. Da warte ich drauf. Ehrlich, also ich bin dann der Typ dafür, der. Ich bin ehrlich, ja, also ich mag Autos, ich liebe. Hier so ein DTM-Auto, die ganzen Spoiler und so weiter, ich stehe voll drauf, ja. Am liebsten hätte ich so ein DTM-Auto mit Straßenzulassung, ja. Aber das Ding ist mir eine Nummer zu hardcore, wirklich. Das ist. Das ist kein Auto. Das ist ein Rennauto, ja. Ich will mir das gar nicht vorstellen, Ede, wie du fährst mit 2,5 Bar mit dem Ding. Ist also schwer, sehr schwer, den zu halten, weil der will dann in alle Richtungen, weil alle vier Räder einfach nur nach vorne wollen. Ne? Das ist sehr schwer, also musst du ihn dann richtig festhalten, richtig festhalten. Wie oft tauschst du die Reifen? Ja, so alle 4.500 Kilometer. Okay, Kostenpunkt. Was kosten die Reifen? Ja, die hinteren kosten allein 2 Mille. Ne? Vorne 1500. Ernsthaft? Ja, 21 Zoll. Also die breitsten, ne, 355 habe ich hinten drauf. Und die kosten 2000 Euro zwei Stück? Ja, klar. Ja. So. Also, mein Fazit bei dem Auto: Verbrauch wahrscheinlich katastrophal. Habe ich noch gar nicht gefragt, aber Ede, vielleicht kannst du uns die Frage beantworten. Was verbraucht er, wenn du ruhig fährst? Ja? Auf jeden Fall, was verbraucht er, Ede? Ab 25 aufwärts. Also wie der RS6 ungefähr, ne? Ja. Ja, aber hier kommt dann was, ne? Ist ja, nicht... ja gut, das, ja, das muss, aber gut, dann verbraucht er auch keine 20, dann verbraucht er wahrscheinlich 35. Ja, dann verbraucht er mehr, klar. Also, nettes Spielzeug, würde ich mal sagen, ja. Also wer das Kleingeld für so ein GTR hat und das Aufmotzen natürlich auch, ja, also damit man das hier erreicht, was hier verbaut ist, braucht man schon etwas Kleingeld, würde ich mal behaupten. Ja, aber dann hat es keiner, das ist ein Einzelstück. Ne? Das ist ein Einzelstück, ja, das stimmt. Wie auch hier, ne? Ja. Der ganze Leder und so weiter. Da mache ich einen Carbon extra. So, ich steige jetzt aus, ich brauche jetzt mal ein neues T-Shirt. muss mir ein neues T-Shirt besorgen und dann filme ich weiter. Bis, ciao.